Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Was machst du da gerade, Eloy? ja, einiges hat sich geändert. Wo fange ich an? Wir sind in einer komplett anderen Position wie beim letzten Mal. Ich habe ein komplett anderes Outfit an. Woran liegt das? Bis jetzt haben wir in der Presseversion gespielt. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Ach komm, sei still, Eloy. Wir haben bis jetzt in der Presseversion gespielt, also in der Vorabversion. Und jetzt spielen wir im Day One Patch. Das bedeutet, das Spiel ist komplett heraus. Und ich habe meine ganzen Items, die ich durch die Vorbestellerversion erhalten habe, erhalten quasi. Boah, war das ein heftiger Satz gerade. Ich kann das auch kurz mal zeigen. Wo ist denn das Inventar? Hier. Aber beim letzten Mal eigentlich schon mal im Inventar? Nee, ne? Nee, zu den Waffen wollte ich eigentlich nicht. Wurde so ein Outfit. Hier. Hier haben wir standardtechnisch das ausgestoßene Outfit und auch das Nova Speerin Outfit. Ich weiß nicht, ob ich das durchs Vorbestellerzeugs bekommen habe oder ob das jeder bekommt. Ich habe da wirklich keine Ahnung, aber wir setzen es einfach mal auf, weil Baum. Und was auch lustig ist, ich habe einen Langbogen. Ich weiß nicht woher, aber ich habe einen Langbogen. Einen Jägerlangbogen. Das finde ich cool. Wir haben ja noch die Hauptquest, dass wir das Zeug sammeln für die Feuerpfeile. Wollen wir dem jetzt eigentlich schon nachgehen oder haben wir noch andere Quests offen? Aktiv, Hauptquest, Spitze des Speers. Das ist die Hauptquest, ne? Ja, Nebenquest haben wir keine offen. Aufträge haben wir. Kauzige Grater. Könnten wir rein theoretisch noch zwischenschieben. Tutorials. Stolperfalle. Nee, Tutorial will ich jetzt eigentlich nicht spielen. Komm, schieben wir noch die kauzige Grater dazwischen. Wenn man schon eine Nebenquest hat, dann macht man das auch einfach. So, was wollen wir denn jetzt machen? Rede mit Grater. Wo ist Grater? Kann ich das auf der Karte sehen, wo Grater ist? Hier ist das Läuferareal. Aber wo ist Grater? Hier sind wir, ne? Rede mit Grater. Hier müssen wir hin, okay. Jetzt setze ich hier mal das Ziel und dann gehen wir da hin. Wo ist das Läuferareal? Da müssen wir auf jeden Fall hin für die Feuerpfeile. Ach, da freue ich mich schon drauf. Ich habe auch ein bisschen schon offscreen jetzt auch noch ein bisschen gespielt, weil ich musste ja bis hierhin spielen, weil der Spielstand wurde ja nicht übernommen quasi zwischen den beiden Versionen. Also wenn man eine Presseversion spielt, kann man das nicht in das fertige Spiel nachher mit einbeziehen. Also muss ich alles bisher noch neu spielen. Also ich bin schon ein bisschen geskillter. Ich habe schon ein paar Maschinen mehr abgemurkt, sagen wir jetzt einfach mal. Rede mit Grater. Ja, da wollen wir hin. Ich weiß nicht, soll ich jetzt querfeld eingehen? Ich weiß nicht, ob das das Allerschlauste ist. Aber wir werden es einfach mal machen. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Was denn? Okay, vielleicht sollte ich ganz so unbedacht durch die Gegend stolzieren. Weil es gibt schon Maschinen, die uns durchaus schnell den Garaus machen können. Ich meine, so ein Wächter oder so ein anderes kleines Gedöns kann uns ja nicht sonderlich viel anhaben. Da habe ich auch kein Problem, wenn ich gegen drei kämpfe gleichzeitig. Ist auch kein Problem. Ist das Grater? Ja, rede mit Grater. Okay. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgend so ein Plünderer kommt oder so, gegen die habe ich noch gar nicht gekämpft. Was die ausrichten, habe ich gar keine Ahnung. Ich meine, wir haben ja gut geskillt, dass wir Nahkampfschaden und so machen. Das ist ja natürlich vorteilhaft, aber ich lasse mich da einfach mal überraschen, wie das so wird. Ich habe auch bei den Soundeinstellungen ein bisschen rumgefeilt. Also schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommis, ob ich jetzt immer noch zu laut bin, weil ich in den letzten drei Folgen war ich einfach zu laut. Das hat mich selbst ein bisschen gestört, dass ich das hochgeladen habe. Aber egal, darüber sehen wir mal gekonnt hin. So, da oben ist die Grater, ne? Das war ja die eine, wo Rost uns erzählt von hat, dass sie die eine ist, die immer schweigt, weil irgend so ein ehrenhaftes Zeugs mit ihr vorgeht und sowas. Das ist hier. Neue Quest, da vorne ist eine neue Quest. Wollen wir da hin? Nee, oder? Ich weiß nicht, ob wir schnell zur neuen Quest wollen. Ich glaube eher, wir gehen zuerst zu Grater. Oder? Wo ist denn die Quest? Da oben? Okay, dann gehen wir da schnell hoch. Kann ich hoch? Ich komme doch nicht hoch. Wie komme ich denn zu dir hoch? Ich höre dich doch. Durchaus mal zwischendurch ein bisschen scannen. Wie komme ich denn hier hoch? Vielleicht. Nein. Aber hier komme ich hoch. Auch nicht. Aber hier komme ich hoch. Ja, siehst du mal. Ich meine, es ist ja so schön eingezeichnet, wo man klettern kann und wo nicht. Aber ich kriege es trotzdem nicht hin. So. Sind wir in so einem Aussichtsposten? Was ist das hier für eine Quest? Hallo? Darf die mit uns überhaupt reden? Ich meine, wir sind eine Ausgestoßene. Sag mir, nach wem rufst du? Brauchst du Hilfe? Ich habe nichts gegen Ausgestoßene, aber ich sollte nicht mit dir reden. Ich will keinen Ärger. Hier ist aber sonst niemand, der helfen könnte. Du hast wohl recht. Tut mir leid, ich wollte nicht gemein sein. Mein Bruder war ausgestoßen, jedoch nur auf Zeit. Er hätte heimkommen sollen, ist er aber nicht. Und sein Lager war voller Blut.
Okay, voller Blut. Okay, erzähl mir mehr davon. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Aber warum bist du allein hier draußen? Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist, aber ich muss die Wahrheit wissen. Darum wollte ich ihn suchen. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders, ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. What? Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. Okay, die Synchro war jetzt nicht ganz synchron, muss ich schon sagen. Die Vergessenen? Was meinst du mit Vergessenen? Die Urmutter verdammt treulose Frevler und verbannt sie aus ihrem Gedächtnis. Diese verlorenen Geister sind die Vergessenen. Brom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm, befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn und ich konnte ihm nicht helfen. Also er fällt gerade wirklich auf in der Sequenz, dass das Synchron nicht gerade synchron ist zu dem Bildmaterial. Aber das sehen wir mal gekonnt drüber hinweg. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Ja, wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Neben Quest Nummer 2. Können wir runter? Okay. Nee, wir reden jetzt mit Grata. Kann ich auch runter? Habe ich Schaden bekommen, ehrlich? Nee, mit Grata. Ich muss mich auch echt angewöhnen, dass ich zwischendurch mal scanne. Einfach damit wir nicht von irgendwas überrannt werden. Weil im Moment sind wir noch in einem Gebiet, wo die Maschinen nicht ganz so extrem sind. Ich kann dir mal zeigen. Warte mal. Wo haben wir das denn? Inventar? Nee. Also in den Notizbuch. Hier. Diese ganze Maschine wird es irgendwann mal geben. Was das genau für ein Zeug ist, habe ich überhaupt keinen Plan. Aber es sieht aus, als wäre es richtig fett. Ich meine, die können wir schon. Das sind die Wächter und die Läufer können wir auch schon. Aber der Rest ist noch ziemlich unbekannt. Also, komplett unbekannt. Ich höre was. Was höre ich da? Ich hoffe, das sind nur die da drüben. Plünderer. Die sehen nicht freundlich aus. Versuch die anzugreifen. Bringen wir es hinter uns. Die haben wirklich viel Schaden. Oh, what? Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, shit. Oh, fuck, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Fuck. Oh, shit. Das geht nicht gut. Fuck. Oh shit. Ich hätte nicht so übermütig sein sollen. Ich meine, einen hätte ich geschafft, einen hätte ich weggebracht, aber dann 5 auf mich alleine losgehen. Nee. Okay, wir sind vorsichtiger. Das habe ich vorhin gemeint mit, man darf die Maschine nicht unterschätzen. Okay, wir bleiben vorsichtig. Ach du Scheiße, was war das denn? Wir bleiben vorsichtig. Nein, meine ich, wir bleiben auf den Wegen. Bleiben auf den Wegen. Wächter, ja, kein Problem. Plünderer, ja, geht auch, aber einer oder vielleicht 2, aber nicht 5 oder sowas, das war. Waren doch 5, oder?
Oder habe ich mich verzählt, es waren vier? Das kann natürlich auch sein. Nee, ich gehe jetzt den Weg entlang. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber das ist ja auch so in Gruppen immer sein müssen. Das ist schon ein bisschen ätzend. Was ist das da? Ein Wächter. Das ist ein Plünderer. Ich bin mehr als bereit für dich. Von hier oben kann er mir doch nichts anhaben, oder? Kommt er hier hoch? Ha! Der Trick funktioniert! Na gut, der Arksteintrick! Oh Scheiße, der Arksteintrick funktioniert nicht! Ich dachte schon, der gute alte Steintrick, also sich auf Steine stellen wie bei Ark Survival Evolved, funktioniert hier. Schade! Das habe ich gemeint mit einem Plünderer schaffen. Ist ja noch irgendwo ein Plünderer. Aber das ist echt eine geile Strategie, sich irgendwo oben zu platzieren. Kann ich hier noch weiter höher? Komm einfach noch hoch. Ich glaube, ich bin sicher. Ich glaube, so hoch kommt kein Plünderer. Ich meine, ich habe hier auf die Gefäße gezielt, die er auf seinem Rücken hat, aber so viel Schaden hat das am Ende auch nicht gemacht. Obwohl, es hat guten Crit-Schaden gemacht. Da ist noch ein Wächter. Da ist noch ein Wächter. Da hinten ist noch ein Wächter. Sehe ich das richtig? Ja, ne? Ne, das ist ein Fuchs. Achso. Was machen die auf meinem Weg? Das ist nicht cool. Halt doch still! Boah! Nee, das geht so nicht. Wir gehen jetzt auf die Jagd. Ich versuche jetzt, ob ich meinen Nahkampfschaden ein bisschen maximieren kann. Weil der Nahkampf ist OP. Nahkampf ist OP. Das ist einfach so. Guck mal, ob ich mich an den anschleichen kann. Kann ich? Hat der andere mich gesehen? Nee, hat er nicht. Ja. Schön. Okay. Kriegt er den anderen auch noch lautlos? Wo ist eine Spur? Ich hab nur nicht mal geklopft. Mit dem hohen Gras. Du dürftest mich jetzt nicht sehen. Du dürftest mich nicht sehen. Hallo? Oder sieht das vielleicht sein Kumpel, der am Boden liegt? Das kann natürlich sein. Nee, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, nö, pfui. Down! Sehr schön. Nahkampf ist schon OP, ne? Nahkampf ist OP. Aber das haben wir ja geskillt. Das ist schön. So kämpft man also gegen Maschinen. Finde ich gut. Wo ist jetzt Grata? Grata ist immer noch da oben, ne? Mutterherz. Da vorne sollte Grata sein, okay. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. Okay, wir kommen gerade immer näher. Finde ich sehr schön. Aber nicht oft, ne? Aber egal. Habe ich eigentlich immer noch den Langbogen ausgerüstet? Oder? Ne, das hier. Ich habe den Jäger Langschussbogen. So, Langschuss, nicht Langbogen. Der macht mehr Schaden, ne? Der macht 80. Der macht 90. Okay. Ich meine, es wird später noch bessere Bögen geben, weil das ist im Moment der beste, den wir haben können. Und ich weiß nicht, woher wir ihn haben, aber wir haben ihn. Wenn wir das scannen, dass wir von nichts überrascht werden, das ist immer ganz nice. Was ist denn das da? Ein Wächter ist da unten. Das finde ich nicht ganz so geil, muss ich schon sagen. Das war ein Wächter. Können wir den looten? Nice. Metallschirm, gratis, Metallschirm, finde ich gut. Also ich habe doch nichts gegen. Kurz nachscannen hier. Was sagt er? Grata! Oh, nice. Okay. Wenden wir da mal hin. Da will wohl nichts mehr auf dem Weg sein. Grata, hi. Ich weiß, du wirst nicht mit uns reden, aber hi. Was ist denn mit dir los? Hallo, Grata. Urmutter. Redet er doch? Seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein. Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Keine Sorge, ich werde sie jagen. Urmutter, ich höre deine Stimme im Wind.
Ich würde dir mit meinen Gebetsperlen danken, aber ich habe sie am östlichen Ausblick verloren. Und das ist einfach zu weit für meine alten Knochen. Diesmal brauchst du also Kaninchen und dein Schmuckstück. Okay, ich komme zu dir ins Lager. Okay. Rede mit Grat haben wir abgeschlossen. Sammle Fleisch. Okay. Haben wir hier irgendwas Fleischiges, was nicht maschinell ist? So, mal ein bisschen runterzukommen. Das geht ganz schön schnell. Ja. Was ist das denn? Es gibt auch noch schlechtes Wetter, oder wie? Jagdbedingungen des Todes. Was ist das denn? Ich höre irgendwas Großes. Was ist das denn? Plünderer. Man merkt richtig, wie der Boden weicher wird. Ach, jetzt regnet es auch noch hier. Ja, danke auch. Wo gehe ich überhaupt gerade hin? Plünderareal. Ich will nicht zu den Plünderern eigentlich. Gehen wir mal lieber Richtung Läufer hier wieder rüber. Ich will nicht zu den Plünderern, ehrlich gesagt. Gehen wir mal hier in die Richtung. Da müssen wir sowieso später hin. Gehen wir mal nicht zu den Läufern. Läufer, also die Läufer, zu den Läufern gehen wir. Die Plünderer sind mir nicht wirklich sympathisch. Das ist ein Kaninchen. Okay. Beim Kaninchen bin ich dabei. Plünderer, das halten wir uns von fern. Ganz Kaninchen könnte man da anschleichen. Ich sehe das Kaninchen nicht. Haben wir es getroffen? Ja. Nice. Okay. Ein Stück haben wir. Gibt's doch was Größeres wie ein Kaninchen, vielleicht ein Wildschwein oder so? Alter, wie es regnet. Da passt ja unser Helm. Easy. Ist hier noch irgendwo ein Kaninchen? Da, was Größeres. Ein Wildschwein. Oh, ein Wächter. Oh, was machen die Wächter hier? Verdammte Scheiße, Mann. Was ist das da? Ein Plünderer. Was machen hier Plünderer? Ich halte nichts von den Plünderern. Ich will damit nichts zu tun haben. Was ist da? Ein Läufer. Den Läufer sage ich ja, ist okay. Aber Plünderer, nee. Ist das da oben? Ist ein Läufer, ne? Das ist ein Wildschwein. Das Wildschwein will ich haben, aber nicht die ganzen Läufer und so weiter. Mann! Tja, wie viele Läufer hier einfach sind. Aber auch Plünderer. Ich glaube, die Plünderer bewachen die. Kann das sein? Ich glaube, die Plünderer bewachen die. Waschbär. Okay. Gibt auch Waschbärfleisch. Kann die gerade die Fleischsorten unterscheiden? Was ist das denn? Stauchfleisch? Ich will auf keinen Fall die Plünderer da hinten aus den Augen verlieren. Ah, hier ist Reinholz. Ja, okay. Reinholz Messner. Was ist jetzt im Questmenü? Ach so, ja, ist okay. Ist ja noch irgendwas Fleischiges? Was ist das denn? Ein Truthahn. Die auf Truthahn jagt. Ich einfach nur grob in die Richtung schieße. Hier? Ein Läufer.
Also da hinterm Berg irgendwo. Ach, jetzt wird das Wetter leicht besser. Was ist das denn? Was ist das da für ein Symbol? Ach, Inventar voll. Ach so, deswegen rot. Okay. Ist okay, ist okay. Hedy. Easy. So, das soll also genug Fleisch für Grater sein, oder? Ja, das muss genug sein. Es gibt nur zwei? Achso, fettiges Fleisch und knochiges Fleisch. Okay, Grater sagte, ihre Gebetsperlen seien am östlichen Ausblick. Es ist nicht weit. Spitze des Ausblicks. Nee, Spitze des Speers nicht. Ist die Spitze des Ausblicks hier? Ja, hier ist die Spitze des Ausblicks. Okay, dann gehen wir da hoch. Wir müssen einfach nur den Weg entlang, okay. Dann folgen wir einfach mal den Weg. Auch das Wetter wird jetzt gerade besser, sehe ich. Gerade in diesem Moment. Kann ich eigentlich nachcraften? Geht das schon wieder? Ja, geht. Nice, okay. Sehr schön. Okay, dann gehen wir da hin. Versuchen noch die ein oder andere Maschine mitzunehmen auf dem Weg. Ja, danke. Was ist das eigentlich für eine Slackline hier? Nee, du bleibst hier. Sorry an alle Tierschützer, ne? Was muss das sein? Was gibt die? Gibt die Federn? Also würde Sinn machen. Nee, nur reichhaltiges Fleisch. Oh. Okay. Nehme ich. Hab ich gekauft. Ich bin schon böse. Kann man eigentlich auch Fisch fangen? Das interessiert mich jetzt. Gibt es hier Fisch? Also hier ist glaube ich nicht tief genug für Fisch. Hier. Da kann ich schneller. Hier ist Fisch. Hier ist doch Fisch. Kann ich denn? Ich kann auch untertauchen. Okay, aber kann ich auch den Fisch fangen? Wo ist der Fisch nochmal? Jetzt habe ich ja aus dem Blick verloren. Egal. Gehen wir weiter. Oh, muss ja auch nicht alles hier begründen. Oh shit. Nee, da gehe ich nicht hin. Wir folgen dem Weg. Wir folgen dem Weg, ja? Wir folgen dem Weg. Kein Bock auf die Plünderer. Wächter ja, aber wenn die Wächter mit uns entdecken, dann kommen auch die Plünderer. Das ist ein Läufer. Läufer ist auch okay, den kriege ich auch mit zwei Schüssen down. Aber nicht die Plünderer. Also zwei gekonnten Schüssen, gezielten Schüssen. Da kriege ich die down oder sonst. So, dann werden wir uns jetzt zum Spitze des Ausblicks. Bin ich falsch gegangen? Ich bin falsch gegangen. Okay. Ich hätte abbiegen müssen. Alter, wie neblig es jetzt auf einmal ist. Aber ja, Leute, ich glaube... In diesem Nebel werden wir die Folge beenden. Schreibt mir auf jeden Fall in die Comments, wie ihr das Outfit findet. Also das müssen wir auf jeden Fall in die Comments schreiben. Und ja, ich verbleibe mit einem Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.